Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ja, dieses Video wird jetzt kurz mal dazwischen geschoben, denn heute ist die Glossybox eingetroffen. Nicht, dass ich in letzter Zeit schon einige Glossyboxen mit und für euch geöffnet hätte, aber ja. Die Glossybox aus April ist jetzt schon da und die möchte ich mit dir zusammen aufmachen. Also, wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Glossybox kommt monatlich und je nachdem, was für eine Aboform du wählst, bekommst du die für 15 Euro oder für 12,50 Euro. Das ist so, ne, ich habe die im Jahresabo und habe letztens noch mal eine Abbuchung gehabt. Das heißt, ja, mein Jahresabo geht auch weiter. In der Glossybox drin, die normalerweise so aussieht, sind 5 Produkte aus Beauty, also so Pflege, dekorative Kosmetik und sowas. Und das soll alles sehr hochpreisig immer sein, also dadurch möchte sich eigentlich die Glossybox von den anderen Boxen abheben. Ja, und dann gucken wir doch einfach mal rein. Mit dabei hast du auch immer so Gutscheine. Ich habe hier jetzt von Typhoon was und von About You. Das sind halt so die üblichen, ne, von Bloomon. Das interessiert uns aber deutlich mehr. Das Motto ist Spring Secrets. Oh, das sieht schon mal sehr cool aus. Riecht nach nichts. Ich habe es immer gerne, wenn die Box nach irgendwas riecht. Das finde ich immer cool. Öffnen wir das Schleifchen. In diesem Heftchen steht drin, was drin ist. Da hast du dann auch alle möglichen Preise mit drin stehen und Produktbeschreibungen. Spring Secrets. Entdecke die Beauty-Geheimnisse des Frühlings mit deiner Spring Secrets Edition. Frühling ist, wenn die Seele wieder bunt denkt, das Herz vor Freude hüpft und die Augen leuchten. Für unsere Beauty-Routine heißt es Bye-bye Winterschlaf. Hallo neue, aufregende Essentials, Must-Haves sowie Tools. Und während die Natur nach und nach ihre Schätze offenbart, lüften wir mit unserer Spring Secrets Edition das eine oder andere Beauty-Geheimnis. Freu dich auf verlockende und innovative Produkte, die zu unverzichtbaren Helfern bei deinem täglichen Makeover werden. Da bin ich sehr gespannt. Was ist denn so ein typisches Beauty-Tool, was ich auf jeden Fall im Sommer brauche? Oder im Frühling vielmehr, ne? Ja, also man hat es hier schon gesehen, Rasierer ist auf jeden Fall mit dabei, okay. Da habe ich ja eigentlich meinen festgelegten Rasierer, den ich immer ganz gerne verwende. Das ist ja eigentlich ein Männerrasierer, aber ich verlinke den mal unten in der Infobox, ist super. Ansonsten Feuchtigkeit, Frische, ich hoffe nicht zu frisch. Die letzten Boxen waren immer voll mit irgendwelchen zitrischen Düften, das war nicht so mein Fall, weil ich mag nicht so gerne diese ganzen zitrischen Düfte. Ja, ansonsten blumige Düfte wären Traum. Das fände ich richtig cool. So. Wir lösen den Klebi. Und hier sehen wir die Produkte. Als erstes haben wir tatsächlich auch diesen Rasierer drin. Aber den würde ich ausprobieren. Das ist ein 5-Klingen-Rasierer. Ich habe den aber lieber, dass der batteriebetrieben ist und dann halt quasi so ein bisschen vibriert, damit er die Härchen so ein bisschen aufstellt. Ne? Das ist ziemlich cool. Das gibt es für Männer und der ist toll. Und das ist der Gillette Venus Skin Elixir mit 5 Klingen Sensitive Skin Smooth. Und ja, da hast du im Prinzip das Handstück und eine Klinge mit drin. Ich denke schon, dass ich den ausprobieren werde. Ja, doch, komm. Ne? Das machen wir wohl. Und ja, ne? Ich hatte jetzt sehr, sehr oft Rasierer drin, vor allem von Wilkinson, der in beide Richtungen geht. Mensch, da wurde man echt mit überschwemmt. Ich hoffe, dass es bei dem jetzt nicht so ist. Das wäre irgendwie ein bisschen nervig. Dann habe ich hier einen Augen-Make-up-Entferner drin von Simple für sensible Haut. Das finde ich cool. Das gefällt mir richtig gut. Sensitive Skin Experts. Sanft zur Haut. Entfernt wasserfeste Mascara. Da bin ich gespannt. Da schreiben die so oft drauf. Aber ob das wirklich funktioniert, das ist immer so eine Sache. Ne? Machst du dir ganz normal aufs Wattepad und dann kannst du da dein Augen-Make-up mit runternehmen. Ich benutze normalerweise immer die Norville Abschminktücher, die ich dir auch unten in der Infobox verlinke. Super Zeug, das kannst du einfach nachher in die Waschmaschine packen und in den Trockner. Und ja, hast dann immer wieder verwendbare Wattepads. In Anführungsstrichen ist ja nicht Watte, ist ja Mikrofaser, glaube ich. Ja, ist aber sehr, sehr gut. Und da mache ich das dann quasi drauf und ich hoffe, dass das funktioniert. Ja, finde ich cool. Und das ist ohne Farbstoffe, ohne Parfüm, ohne Alkohol, ohne Parabene und ohne tierische Inhaltsstoffe. Finde ich auch ganz interessant. Riecht halt auch relativ natürlich, ne? Und das finde ich auch ganz interessant. Ja, der wird ausgetestet. Cool, cool, cool. Dann habe ich hier ein ganz interessantes Produkt drin. Color Club
Dry Ice Quick Dry Drops. Ach so, das sind wahrscheinlich so Tropfen für den Nagellack, damit er besser trocknet. Das brauche ich jetzt für meine Füße nicht unbedingt. Ja, ich habe gerade in dem Heftchen nachgeschaut. Das sind auf jeden Fall so Quick Dry Drops. Das heißt, dieses Produkt wird auf jeden Fall weiter wandern, weil für meine Füße brauche ich das nicht. Das trocknet schnell genug. Und das hier sind Gelnägel. Übrigens eine neue Farbe. Ne? Ist die nicht ultra? Ultra, ultra, ultra. Ich liebe sie. Ja, ne? Wird weiter wandern, wird nicht bei mir bleiben. Ist aber nicht schlimm. Dann habe ich hier mal wieder einen roten Lippenstift oder Liquid Lipstick vielmehr von Jean D'Arcel. Das ist die Farbe 7, glaube ich. 07. Viel mehr steht da nämlich nicht drauf. Lipgloss Matt. Lipgloss in Matt? Das finde ich interessant. Der wird ausgetestet. Mein mit Mühe aufgetragener Kombi-Lippenstift mit Lipgloss-Kombi habe ich jetzt gerade abgenommen, um diese Schätzchen zu testen. Okay, dann schauen wir uns den mal an. Das ist so ein ganz normales Füßchen und der wirkt extrem, extrem hell. Boah, der riecht nach Brausepulver, der riecht gut. Und der wirkt echt sehr, sehr deckend, ne? Den mache ich mir jetzt mal eben drauf. Ich bin sehr gespannt. Ja, also der ist schon ziemlich intensiv, ne? Also Pigmentierung ist ziemlich extrem, macht sehr, sehr weiße Zähne. Das finde ich auch ziemlich heftig. Er ist wirklich ein Gloss, der aber nicht jetzt. Doch, der trocknet schon an, ne? Also wüsste ich jetzt nicht, warum das dann unbedingt ein Gloss sein sollte. Das ist vielleicht eher ein Liquid Lipstick. Aber der trocknet jetzt nicht meine Lippen aus. Also das fühlt sich auch sehr samtig jetzt an. Und er ist wirklich matt. Ich komme nochmal näher. Ja, ich habe ihn nicht ganz gerade aufgetragen. Bitte entschuldigt das. Man muss den auf jeden Fall mit dem Lip Liner auftragen. Aber ich finde, dass das ziemlich cool aussieht. Du hast überhaupt keinen Glossy Finish. Das ist einfach, als hätte sich jemand mit einem Tuschkasten hingesetzt und dieses Bild ausgemalt. Also es ist schon heftig, ne? Gefällt mir aber. Also finde ich ziemlich, ziemlich geil. Und ich denke, dass der auch kussecht wird, aber ich werde das gleich mal testen. Der darf jetzt erstmal ein bisschen trocknen. Ist er. Von Jean D'Arcel oder Jean D'Arcel hatten wir tatsächlich auch schon mal so Puderperlen mit da drin, so Illuminating Pearls, die ich auch sehr, sehr geil finde. Also die Marke finde ich wirklich interessant. Das gefällt mir. Tolles Produkt und wow. Dann habe ich hier von L'Oréal Paris Elvital Total Repair 5 Rapid Reviver, eine Tiefenspülung, intensive Reparatur für geschädigtes Haar ohne Einwirkzeit. Ja, hatte ich schon mal in diversen Hauls oder so gesehen, dass sich manche YouTuberinnen dieses Produkt gekauft haben in groß und habe mir jedes Mal gedacht, boah geil, hast du Bock drauf, willst du auch mal holen? Und jetzt habe ich sie als Probe, werde ich auf jeden Fall in mein Probenprojekt mit aufnehmen, wird dann demnächst mal getestet. Und das fünfte und letzte Produkt in dieser Box ist von MIT Make-up by Artists for Artists. Das ist eine Wimpernzange. Die hole ich mal raus. Das ist ein schönes Roségold. So sieht die aus und die sieht ganz solide aus, ne? Hat hier auch schön zwei Griffe, wo du richtig schön reingehen kannst. Und die gefällt mir richtig gut. Doch, schönes Produkt. Die Farbe gefällt mir und. Oh, Herr Hund, sieh hier. Sammy möchte auch mal mit ins Bild. Kleiner Star, du. Ja, und die finde ich toll. Also, ich verwende selten Wimpernzangen, muss ich gestehen. Aber ich kann es ja mal versuchen. Vielleicht kriege ich dadurch richtige Kabäm-Buff-Wimpern. Mal gucken. Und du hast noch drei Ersatzgummis mit dabei. So, ihr Lieben, das war jetzt die Glossy Box für den Monat April. Spring Secrets. Ich blende hier mal den Gesamtwert der Produkte ein. Ich kann das ganz, ganz schwer abschätzen. Ich glaube aber, dass wir dieses Mal so bei 35 € liegen. Also ich würde die Produkte jetzt nicht so extrem hochpreisig einstufen, aber ich irre mich ja gerne mal. Die Produkte haben mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen, aber ich finde sie cool. Also ich finde diesen Lip Gloss, Matt Lip Gloss, Liquid Lipstick, Schlag mich tot, richtig geil. Der gefällt mir eigentlich mit so am besten. Ja, ansonsten relative Basic-Produkte, ne? Ein Rasierer, hu, haut mich jetzt nicht vom Hocker, Make-up-Entferner, okay. Ja, Wimpernzange finde ich schön, aber ist jetzt nichts Ultimatives. War jetzt so in dem Sinne kein richtiges Wow-Produkt oder so dabei, wobei der Lippenstift schon wow ist, ne? Also, ich meckere auf sehr hohem Niveau, denn die Produkte sind ziemlich cool.
Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten würde ich einfach sagen, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir hier oben mal meine Playlist zu den ganzen Unboxings, meine Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!